Hallo liebe Autodoc-Community und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie man das Leerlauf-Regelventil oder auch genannt AJAC, Idle Air Control, reinigen kann. Das zeige ich euch. Bevor ihr euer Leerlauf-Regelventil reinigen könnt, müsst ihr natürlich wissen, wo das Ganze ist. In dem Fall ist es hier oben drauf bei mir auf der Drosselklappe. Ihr werdet das im Normalfall immer zwischen Ansaugung und Ansaugbrücke finden. So auch halt hier. Neuere Fahrzeuge haben das Ganze nicht mehr. Die regeln das Ganze über die elektronische Drosselklappe. Hier haben wir noch eine manuelle Drosselklappe. Das seht ihr daran, dass hier noch ein richtiger Zug dran ist. Die elektronische hat einen Stellmotor bzw. einen Elektromotor, der die ganze Drosselklappe bewegt. Um das Ganze natürlich reinigen zu können, müssen wir das auch ausbauen. In meinem Fall sind hier oben nur zwei Schrauben. Das ist relativ einfach gehalten. Einfach diese zwei Schrauben lösen. Dann könnt ihr das abmachen. Und im Normalfall solltet ihr die Dichtung unten mitmachen. Je nachdem, wie sie aussieht, könntet ihr sie auch wiederverwenden. Ich würde empfehlen, da auf jeden Fall eine neue Dichtung zu kaufen und die dann halt beim Einbau hinterher wieder reinzumachen. So seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Ganze wieder dicht ist. Bevor wir das Ganze abschrauben, hier haben wir noch einen Stecker dran, logischerweise, der das Ganze stellt. Den könnt ihr einfach im Normalfall abziehen. Legt ihr daneben und dann schraubt ihr einfach euer Leerlaufregelventil los. Habt ihr alle Schrauben draußen, könnt ihr es einfach abheben. Im Normalfall gehen die ganz einfach, wenn sie was älter sind, natürlich ein bisschen schwieriger. Hier gibt es noch Adapterplatten, die sind nicht bei jedem dabei, beziehungsweise hat nicht jedes Auto. Und hier sind die Dichtungen, wie ich gesagt habe. Je nachdem, wie sie aussehen, könnt ihr sie wiederverwenden und oder müsst das Ganze ersetzen gegen neue. Was wir bei unserem Leerlaufregelventil jetzt genau reinigen und sauber machen, zeige ich euch an der Werkbank. Hier habt ihr eure Leerlaufregelventil. Einfach die zwei Kreuzschrauben in meinem Fall hier hinten abdrehen. Die können ein bisschen schwer gehen, aber im Normalfall gehen die ab. Einfach die zwei Schrauben rausdrehen, die sind noch nicht relativ lang. So, das können wir mit der Hand machen. So, jetzt haben wir unser Leerlaufregelventil eigentlich so weit vorbereitet, dass wir es reinigen können. In meinem Fall sieht das gar nicht so dreckig aus, was gut ist, aber im Normalfall sieht das Ganze ziemlich verkorkt und verrußt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr seht das auch hier drinnen schon. Ich denke mal, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Es ist sehr dunkel, es ist alles sehr, sehr dreckig da drinnen und das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen reinigen. Bevor wir das Ganze reinigen, zieht euch Handschuhe an, das könnte nämlich ein bisschen dreckig werden, je nachdem wie schlimm das aussieht auf jeden Fall. Und pass auf, hier in meinem Fall ist jetzt auch ein O-Ring, den solltet ihr auf jeden Fall aufbewahren und weglegen. Wenn er beschädigt ist, ersetzen. Im Normalfall sind die nicht beschädigt, aber wäre jetzt schlecht, wenn ihr da Bremsenreiniger drauf sprüht und das hinterher sich ausdehnt. Das passiert nämlich schon mal. Ja, der sieht noch ziemlich gut aus, den können wir weglegen. Alles andere können wir jetzt schön säubern. Ich benutze hier Bremsenreiniger dafür. Einfach das Ganze auf ein Tuch legen. Und das Ganze ein bisschen voll sprühen. Lass das ein bisschen einwirken. Wenn ihr das Ganze dann einwirken lassen habt, mit ein bisschen Druck, das Ganze durchspülen. Im Normalfall kommt hier relativ viel Dreck raus. Meins ist sehr sauber tatsächlich. Prüft auf Gängigkeit. Nehmt euch eine Lampe zur Hilfe und guckt mal da rein. Und wenn das dann so aussieht, dass es halt sauber ist, wirklich clean ist, dann habt ihr eure Arbeit gut gemacht. In meinem Fall ist es tatsächlich schon ziemlich sauber gewesen. Das hier können wir ebenfalls mal ein bisschen aussprühen. Da sollte eigentlich auch nicht so viel drin sein. Aber zur Sicherheit einfach mal das Ganze ein bisschen säubern. Wenn ihr das Ganze unten sauber habt und zu eurer Zufriedenheit ist, könnt ihr das natürlich einfach wieder zusammenbauen. Dafür wieder ganz normal den O-Ring hier drauf. Der ist auch wichtig. Kontrolliert ihn auch, dass der halt wirklich funktioniert. Sonst kann es auch sein, dass hier euer Leerlaufregelventil undicht wird und das wäre schlecht, weil es dann nicht mehr richtig regelt. Baut das Ganze wieder zusammen und schon kann das Ganze wieder eingebaut werden. Jetzt haben wir unser Leerlaufregelventil sauber gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Fehler durch Reinigen behoben werden können. Also ob es jetzt das Leerlaufregelventil ist oder andere Bauteile, könnt ihr immer machen eigentlich. Solange ihr keine Dichtungen beschädigt oder was auch immer, immer reinigen das Ganze und im Normalfall hilft es auch. Ich werde das Ding jetzt wieder einbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze hier zu reinigen. Wie gesagt, meins war jetzt leider relativ sauber. Im Normalfall sehen die nicht so schön aus. Da sehen die ein bisschen verrußt aus, ein bisschen schwarz von innen, da kommt richtig Dreck raus und so weiter. Kam jetzt auch ein bisschen, aber
Wie gesagt, meins sah ziemlich sauber aus. Ich hoffe trotzdem, dass ihr es nachmachen könnt und euer Leerlaufriegelventil reinigen könnt. Die könnten auch ein bisschen anders aussehen. Manchmal haben die so zwei Ports an der Seite und sind ein bisschen länglicher. Je nach Fahrzeughersteller halt. Dankeschön fürs Zuschauen und nicht vergessen, den Kanal hier zu abonnieren, sowie einen Daumen hoch dazulassen und einen Kommentar zu schreiben. Wir sehen uns. Tschüss.